Wenn der Verstand über die Gefühle siegt. Die Liebe ist keine einfache Angelegenheit für Menschen, die mit mehr als nur durchschnittlicher Intelligenz gesegnet sind. Sie gelten als kopflastig und sehr verstandesbetont, tragen ihr Herz nicht auf der Zunge und sind sich ihrer Gefühle häufig nicht im Klaren. Wer viel nachdenkt über sich und das Leben, lässt seinen Emotionen oft zu wenig Raum. Aber vielleicht lehrt diese Menschen auch nur die Erfahrung, dass Liebe kein Selbstläufer ist und Gefühle manchmal nicht nur Glück verheißen. Wir möchten dir heute 11 Gründe vorstellen, warum intelligente Menschen kein leichtes Spiel mit der Liebe haben. Nummer 1. Sie haben Probleme mit Intimität. Damit sind keine körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen gemeint. Doch intelligente Menschen wissen oft nicht, wie sie ihren lebhaften Geist zur Raison bringen sollen. Gerade wenn es um Erotik und körperliche Nähe geht, kann ein allzeit bereiter, wacher und messerscharfer Verstand der reinste Liebestöter sein. Das sich ständig drehende Gedankenkarussell für eine kurze Auszeit zugunsten von Intimität zum Stoppen zu bewegen, ist eine der größten Hürden für die Klugen unter uns. Nummer 2. Sie sind beruflich sehr gefordert. Ein hohes Maß an Intelligenz bringt erfreulicherweise oft eine steile Karriere mit sich. Wer sich zu den Klugen zählen darf, nimmt gerne mehrere Sprossen der Karriereleiter auf einmal und das im Eiltempo. Zur Folge hat dieser kometenhafte Aufstieg, dass für Privates wenig Zeit und Muße bleibt. Und bevor der Beruf leidet, mit dem viele Smarten sich durchaus identifizieren, bleiben sie lieber allein. Nummer 3. Sie scheuen keine Diskussion. Nicht nur das Kennenlernen erweist sich als prickelnde Herausforderung für intelligente Zeitgenossen. Auch die Beziehungsanbahnung ist ein Abenteuer für sich, denn wer seinen Verstand mit zum ersten und zweiten Date bringt, lässt sich nicht so leicht überzeugen oder von ein paar charmanten Augenblicken ködern. Die klugen Köpfe möchten Konversation auf Augenhöhe führen. Das Austauschen von Meinungen zählt hier ebenso dazu wie Diskussionen, die garantiert argumentativ untermauert werden. Nummer 4. Sie langweilen sich schnell. Wer eine rasche Auffassungsgabe sein Eigen nennen darf, gelangt schnell an einen Punkt, wo Langeweile Einzug hält. Das sollte das Gegenüber nicht persönlich nehmen und gar als Beleidigung auffassen. Doch für den Verstand dieser Menschen muss es ständig Nachschub geben. Hat eine Unterhaltung oder eine Beziehung sich einmal erschöpft, wird keine Wiederbelebung angestrebt. Nummer 5. Sie erwarten intellektuellen Austausch. Gleich und gleich will sich im Universum der Intelligenten unbedingt gesellen. Selbst wenn sie wollten, könnten sie ihre Ansprüche nicht nach unten korrigieren. Es würde ihnen auch gar nichts nützen, denn auf Normalsterbliche wirken sie ohnehin seltsam und nicht von dieser Welt. Ein Missverständnis würde das nächste jagen, also fischen sie lieber in vertrauten Gewässern. Nummer 6. Sie wollen Partner auf Augenhöhe. Nicht nur was Intelligenz und Niveau betrifft, streben die Klugen nach Gleichgesinnten. Sie möchten auch Menschen an ihrer Seite, die motiviert und zielstrebig sind und Erfolge für sich verbuchen möchten. Ein smarter Überflieger braucht den ständigen Austausch. Die Liebe allein reicht nicht, um dieses Bedürfnis nach ganzheitlichem Verständnis zu stillen. Nummer 7. Sie sind sich ihrer Gefühle manchmal nicht bewusst. Sehr verstandesbetonte Menschen entwickeln mit den Lebensjahren manchmal eine Art toten Winkel, was ihre Gefühle betrifft. Dies geschieht nicht bewusst und hat auch keine besonderen Gründe. Doch das Emotionale rückt einfach in den Hintergrund. Verlieben sie sich dann doch, sind sie überfordert und wissen nicht so recht, wohin mit diesem neuen Lebensgefühl. Nummer 8. Sie durchschauen Lügen sehr schnell.
Einen großen Vorteil hat ein wacher Geist definitiv, wenn es um das Dating im Dschungel der modernen Unverbindlichkeit geht. Er kann die Spreu schneller vom Weizen trennen. Smarte Zeitgenossen merken es sofort, wenn ihnen jemand einen Bären aufbinden möchte. Sie lesen Menschen wie Bücher und sind mit den Signalen der Körpersprache bestens vertraut. Außerdem bringt es ihr großer Wissensschatz natürlich mit sich, dass ihnen so manche Flunkerei sofort auffällt, wo andere erst Google und Co. befragen müssten. Nummer 9. Sie sind sehr sensibel. Intelligenz im engeren Sinne und emotionale Intelligenz müssen einander nicht ausschließen. Wer viel weiß und viele schon gesehen hat, entwickelt eine Art sechsten Sinn für seine Umwelt. Das ständige Hinterfragen von Menschen, Situationen und Dingen bringt es daher ganz automatisch mit sich, dass die feinen Antennen der Superklugen schneller auf Empfang gehen. So erkennen sie unlautere Absichten und falsche 50er auf Anhieb. Nummer 10. Sie sind wählerisch. Eigentlich sollten wir alle bei der Partnerwahl sehr viel wählerischer sein, als wir es im echten Leben tatsächlich sind. Schließlich geht es um die engste und intimste Beziehung unseres Lebens. Die Schlauen sind sich sehr wohl bewusst, dass nicht alles am Dating-Sektor Gold ist, was glänzt. Bevor sie sich ins Unglück stürzen oder einen lauwarmen Kompromiss eingehen, bleiben sie lieber Single und warten ab, bis das ideale Gegenstück für sie am Horizont auftaucht. Nummer 11. Sie denken zu viel. Manchmal können ein allzu wacher Verstand und ein großer Wissensschatz mehr Fluch als Segen sein. Die Liebe ist nun mal keine mathematische Größe, die man berechnen, teilen, addieren, multiplizieren oder in Formeln pressen kann. Gefühle sind nie zu 100% eindeutig und solange wir nicht klar und deutlich danach fragen, werden wir uns auch nie sicher sein können, ob sie auf Gegenseitigkeit beruhen. Wer jede Geste, jeden Blick und jede Nachricht oder jedes gesprochene Wort auf die Goldwaage legt und in mikroskopisch kleine Einzelteile zerlegt, wird nicht vorankommen. Diese Analytiker schlagen sich dann die Nächte um die Ohren, ohne jemals zu einem echten Ergebnis zu gelangen. Die Liebe ist für Macher, nicht für Denker. Unser heutiges Fazit: Liebe plus Verstand, am besten Hand in Hand. Ein hohes Maß an Intelligenz muss der Liebe nicht im Wege stehen. Es schadet nicht, sich auch der schönsten Sache der Welt mit Vernunft zu nähern und das Denken nicht komplett an die Hormone auszulagern. Letztendlich sprechen diese Gründe die Sprache der Vorsicht, nicht der Ablehnung oder des Verzichts. Wer sich potenzielle Partner genauer ansieht, bevor er eine Bindung mit ihnen eingeht, ist nicht nur smart und sehr vorausschauend. Er kennt auch seinen Wert und möchte nicht unter diesem sein Herz verschenken. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.